Ja, ich habe es wieder getan. Bei dem Motor, bei dem Preis musste ich einfach zuschlagen. Wer mich kennt, weiß schon, was ich damit vorhabe. Ich weiß, er ist ja in guten Händen. Willkommen bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen Kompakt. Den habe ich ja soweit zusammengebaut innen drin. Es lässt sich auch super schön fahren. Aber wie ihr schon hört, es ist ein sehr, sehr lautes Geräusch von hinten. Das ist ja mir davor nicht aufgefallen, weil ich ein riesen Loch hier hatte. Dann dachte ich, okay, ich höre die Reifengeräusche oder Straßengeräusche. Ich konnte das nicht so einordnen. Aber jetzt, wo wir die Innenausstattung komplett zusammen haben, es könnte ein Radlager sein, Differential sein. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Warum ich jetzt im Auto bin und warum ich jetzt fahre, wir haben ja vorne die silberne Stoßstange. Und die will ich ja nicht so lassen. Die wird natürlich lackiert. Darum bin ich auf dem Weg nach ACG Bochum, werde Ahmed haben heute mal auf den Sack gehen. Ahmed Abi! Ja. Guck mal, was ich für dich habe hier. Was denn? Steche. Oh. Oh, schön. Dankeschön. Ey, schaffen wir die Stoßstange heute? Nee. Nein? Nein. Schade. Was ist denn mit der Stoßstange? Schrott. Ach, Schrott. Ja, die Stoßstange ist natürlich nicht in Bestform. Absala, Absala. Aber den kriegt man hin, ne, die Stoßstange. Ja. Mohammed macht die ganzen Sachen jetzt gerade. Also die Beulen hier, was ihr hier so sieht. Da bin ich auch gespannt, wie er es macht. Ja, man sieht natürlich, die Stoßstange hat schon gelitten. Aber leider für 90 Euro gibt es nichts Besseres. Ich bin ja einfach hier reingeplatzt. Ich habe für die natürlich was zu trinken mitgebracht. Die müssen natürlich gute Laune haben, damit die noch schneller arbeiten und noch besser. Nix und nix. Dankeschön. Und nicht dafür. Du hast jetzt warm gemacht und du drückst die einfach rein. Genau. Tatsächlich. Also hier bin ich mal gespannt, wie er das hinkriegt. Heilen wir mal die Beule raus. Wir machen nur Kontrolle. Das finde ich bei ACG natürlich sehr, sehr schön. Wenn man dann halt so Stoßstangen hat, die kaputt sind, gerissen sind, da wird noch Hand angelegt, da wird noch gebastelt. So. Wenn du jetzt so eine teure Stoßstange hast, wie ich das jetzt habe, dass die es auch reparieren. Nicht sofort neu, neu, neu. Und deswegen liebe ich auch ACG. Wie er das schon hingekriegt hat in dieser kurzen Zeit. Krass. Überall Beulen, Kratzer. Ja, hat das schon sehr gut hingekriegt. Der ist gerade mal eine halbe Stunde dran. Krass. Wo
Wusstet ihr das, wenn man auf Autodoc mit der App bestellt, dass man viel günstigere Preise hat als auf der Webseite? Die App von Autodoc runterladen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich werde den Wagen auf jeden Fall heute hier lassen. Ich kenne mich mit Lackieren nicht aus. Ich dachte, es wird heute fertig. Wird es nicht. Es wird morgen fertig, ist wahrscheinlich. Der Mohammed ist sehr fleißig dran. Das Ganze wird jetzt einmal komplett gespachtelt. Die ganzen Stellen, die noch nachgearbeitet werden müssen und dann auch Ganze noch gefüllt werden. Ich bin in Bochum angekommen. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich mich in Bochum hier in der Werkstatt sehr wohlfühle. Gibt's Kaffee? Ihr seht, das Ganze ist grundiert. Hat er noch hier Feinarbeit noch gemacht. Wird er noch mal schleifen. Ja, die machen das natürlich hier 100% hier. Ja, hat angefangen schon zu schleifen. Oh, das sieht aber schon sehr gut aus. So, jetzt werden wir das einmal polieren. Ja. Und danach wird es ausgelesen. Krass. Also das habe ich noch nie gesehen. Sehr interessant und ich glaube auch für Leute, die es auch noch nie gesehen haben, sehr interessant. Sag ich doch. Warum hast du so viel gemacht? Das war ironisch gemeint. Leider, das ist immer noch dreckig. Das reicht. Für mich sehr interessant. Lass dir Zeit. Warte. Okay. Jetzt hast du die Farbe ausgelesen. Ja. So, jetzt schließt du das am PC an und dann überträgst du die Farbe. Und weil das ja nach der Zeit verbleicht und so, ne? Die Farbe. So, dass du dann richtig den Farbton triffst. Jetzt überträgt er alles. Jetzt sucht er die Farbe raus. Das ist so für mich, als würde einer zum ersten Mal, ich sag mal, eine Achsvermessung sehen oder ein AU sehen oder was auch immer, eine Fehlerdiagnose. Also für mich ist das gerade echt sehr interessant. Ich liebe solche Sachen. Das ist ja, das sehe ich auch nicht jeden Tag. Und wo wir noch waren, wir haben die Nummer eingegeben und dann hat er uns das alles gesagt und das ist ja schon wieder Next Level hier. Auf jeden Fall, das Ding ist richtig gut geworden. Andere Werkstätte würden das Ganze gar nicht anfangen. ACG macht das. Also wenn ihr mal was habt mit Lackieren, könnt ihr euch gerne mal bei ACG melden. Das Ding ist unten alles verlinkt hier. Aber hast du schön gemacht. Dankeschön. Ja, die Stoßstangen haben mich schon eingebaut. Schade. Ich muss schon mal sagen, es sieht schon geil aus. Wo ich eigentlich beeindruckt bin, dass die einfach die Stoßstange so geil wieder hingekriegt haben. Wir waschen die noch. Dann zeige ich euch den. Now I was born in the gutter, facing life or death. I was a thug ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die, so who am I to try to warn them? I'm a fucking bomb, I'm the niggas cry. Hey, remember me? Damn that Hennessy, the nigga you don't wanna see. Let me proceed, my definition of some thug shit. Y'all don't hear me? Now that it's poppin', ain't no love, bitch. I'm maintaining the game in the gutters where I still kick it. I'm tryna hustle up a meal ticket. I'm still wicked in my ways, a hustler to my dying days. Ain't nothing wrong with getting paid, so make the blaze. Cause we some motherfuckin' fools walking through the street. Ich find's immer geil, wenn Leute irgendwas Altes wieder aufpolieren. Das liebe ich einfach. Wie gesagt, Hinterachse macht voll die Geräusche. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hoffe mal, dass es nicht Differential und Radlager ist, dass ich den Radlager schnell mache. Kühler muss hier schnell gemacht werden. Luftfilter rein und dann fahre ich nonstop damit. Also das wird mein Deal. Ich sag euch, die Stoßstange ändert alles.
Achtet mal, wie ein M-Paket aussieht. So. Das ist so ein Black Beast hier geworden. Hier, Channel, schöne Grüße. So, so schwarz muss der sein bei dir, Channel. Ich bedanke mich nochmal hier an Kai, an KDS Tuning. X-Trons bedanke ich mich für das geile Radio. Für den einen oder anderen ist Kompakt nichts, aber für mich ist Kompakt echt Liebe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich auf einen Daumen freuen. Wer nicht abonniert hat, kann gerne mal auf Ehrenbasis abonnieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Kraft Z40. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.